ein etwas seltsames Gespräch mit der Victoriana und wir haben gesehen, der Asari-Klon sah auch sehr witzig aus, in grün gehalten diesmal. Und Saren war ganz offensichtlich schon mal hier, wie wir gehört haben. Und so viel kann ich verraten, damit haben auch, ja, der Sturz gleich in die Tiefe. Damit haben auch diese Creeper etwas zu tun hier. Mit der Tatsache, dass Saren schon mal hier war. Über Umwege zumindest. Was sag mal, wie viele sind das noch? Okay, und da haben wir einen der Neuralknoten. Wir müssen jetzt, ja, tut mir leid, gegen den Torianer kämpfen. Eigentlich will ich das gar nicht unbedingt, weil er nur sein Territorium beschützt. Aber es nützt ja nichts, ne? Wenn wir sie sonst nicht mehr rauskommen, dann müssen wir eben ein bisschen... Ich glaube, das hatte den gewünschten Effekt. Ja. Noch ein paar und es ist ernsthaft verwundet. Und unser Friendo findet das gar nicht geil. Okay, ziehen wir weiter. Speichern zwischendurch, solange es noch geht. Das ist total gemein. Man könnte die ja schon töten. Und man weiß, dass die einen gleich angreifen werden. Aber solange die noch in der Stellung sind, sind die unverwundbar, ne? Der bleibt weiterhin in der Stellung. Es ist total gemein. Ich muss jetzt sehenden Auges hier reinrennen und mich davon umgehen lassen. Kann ich ja jetzt schon draufschießen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zum Draufschießen ist. Okay, wann kommen sie, ist die Frage. Oh, davon sind schon die ersten. Oh, wie gemein. Verdammter Asari. Wieder das alte Problem. Die blöden Biotiker lassen einen wieder unten nicht fliegen. Die da hinten, die stehen, die hocken immer noch bloß rum. Sollen wir aber recht sein? Sollen wir recht sein? Wir holen uns erstmal hier vorn die. Und wenn hier Ruhe ist, dann werden jetzt sicherlich auch die von hinten gleich irgendwann angeschissen kommen. Oder? Na gut, von mir aus können sie auch da hocken bleiben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Ton ein bisschen Probleme bereitet. Ja, ich hätte vielleicht darauf achten sollen, dass meine Waffe nicht überhitzt, aber ich habe jetzt zum Glück Kollegen. Und Tali zieht das eiskalt durch und schießt ihm den Kopf weg, während er am Boden liegt. Kann man mal machen. Ice Cold Killer Bitch. Okay, das war's auch für die. Ist denn jetzt mal Ruhe hier? Ja, dankeschön. Dann kann ich mich nämlich mal... Oh, speichern geht nicht, na super. Dann kann ich mich mal der Dechiffrierung widmen. Auf leicht traue ich mich das noch. Okay, nimm mal hier bitte weg. Ich würde gern sehen, was wir hier oben haben. Dankeschön. Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Ich glaube, ich sollte mal ganz kurz ins Inventar und irgendwas verwursten, was wir hier unten mit haben. So, damit wir ein bisschen mehr Platz haben zumindest. Ich weiß, wir ist, eigentlich haben wir es nicht nötig unbedingt jetzt hier so zu haushalten damit, aber man will ja trotzdem nichts verschenken, ne? Haben wir hier noch was unter 5? Nein. Aber hier noch, ja, komm hier, zack, weg. Okay. Ansonsten, das muss erstmal reichen. Ich denke, das reicht erstmal, wenn wir noch was brauchen sollten. Jetzt könnte ich aber schon umspeichern, naja, was soll's. Dann kann ich immer noch was Neues wieder entfernen. So, und jetzt will ich doch mal kurz schauen, wenn der Kollege unzufrieden wird. Kommen denn dann die von hier hinten? Nein. Die bleiben weiterhin... wo sind die denn hin? Egal. Es geht mich nichts an. Stoßen wir weiter nach oben vor und schauen mal, ob wir den Torianer noch ein bisschen weiter ärgern können. Ich glaube, wir sind auch schon auf der höchsten Stufe jetzt. Das heißt, es geht wirklich gleich los. Beziehungsweise wir sind gleich fertig. Es geht nicht los, es ist ein Ende. So, das war's für die. Ah, wieder eine Asari-Tante.
Lass mal auf die losgehen am besten. Haben wir denn noch irgendwas? Hier, bitte mal ein Blutbad, Tani. Es wäre natürlich auch günstig gewesen, wenn du erst auf eine Stelle getreten wärst, die auch einen Schuss zulässt. Wenn du in die Wand schießt, bringt mir das natürlich nichts. Okay. Die haben wir beseitigt. Ich schieße mal gleich von hier aus. Oh, der hält aber ein bisschen mehr aus, kann das sein? Wie der kleine Torianer zu zappeln anfängt. Oder sowas. So, da haben wir nämlich das, den Vorteil, dass die hier einzeln kommen und schon aus der Ferne geholt werden können, gekascht werden können. So, steht wieder einer auf. Oh, na sowas. Na mein Kleiner, ist wohl nicht so schön hier heute. Ist nicht dein Tag heute. So, dann können wir das Ganze nämlich ein bisschen unaufgeregter machen, als wenn wir hier einfach vorgehen und das dort ausmachen. Gut, die letzten zwei, die können wir jetzt... Okay, es sind nicht bloß zwei. Es sind vier. Aber die können wir uns jetzt auch so holen. Indem wir ein bisschen zurückweichen währenddessen. Oh, das nächste Mal. Gar kein Problem. Ein bisschen vorsichtig vorgegangen beim Kämpfen. Dann geht das alles ohne weitere Zwischenfälle. Wir sind doch noch nicht oben. Einer muss noch. Einer muss noch. Ah, schon wieder so eine Asari-Tante. Deine Dings in die Wand, das ist okay. Deine Biotik. So, ich wechsle dann so lange mal. Genau. Diese Waffe haut so unglaublich rein. Das ist schon Wahnsinn. Ein Traum. Gut, können wir wieder zurückwechseln. Yara darf sich dann auch mal wieder auf die Beine bequemen. Sehr gut. Das heißt, wir müssen auch speichern können. Jawohl. Und ich glaube, wir müssen hier drüben lang. Aber erstmal schauen wir natürlich hier hinten bei der medizinischen Station nach. So. Überbrücken wir mal fix. Ja, ich weiß doch. Phoenix 7 klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Nimm mal weg hier. Das sieht aus, als ob es eine schwere Rüstung noch gibt. Auch Phoenix 7, aber in Schwert. Die schaue ich mir mal an. So, Phoenix 7 ist... Oh Gott. Nee. Wir können uns mal anschauen, wie sie aussehen würde. Ich muss mir bloß merken, Mercenary 5. Das ist das Ding, was Ashley ganz am Anfang getragen hat. So, wo haben wir sie denn? Mercenary 5. Mercenary... Hier, 5. Die war, soweit ich das sehe, immer noch die beste, ne? Hier haben wir eine schwere Onyx 6, Liberator 6, die sind alle schlechter. Okay, dann bleiben wir dabei. Und weiter geht's. Die sind nicht allzu vertrauenswürdig und da stehen sie auch schon auf. So, das heißt, wieder ein Stück zurückfallen. Außer Liara, die zieht das knallhart durch. So, dann müssen wir sie mal ein bisschen... Okay, das mit dem Beschützen hat sich schon erledigt. Weil sie natürlich sich ganz vorne hinstellt und demnach auch gleich wieder tot umfällt. Was soll's. So, Liara. Bist du mal ein bisschen vorsichtiger vielleicht? Ach, hier ist schon der nächste Neuralknoten. Kannst du mal sehen. Dann holen wir uns erstmal kurz den Creeper. Zimmern wieder ein bisschen auf das Ding drauf. Und dann können wir nach und nach uns die Leute wiederholen. Ja, da müssen wir eben mal wieder wechseln. Traumhaft. Gut. Wieder zurückgewechselt. Und damit die letzten Creeper angelockt. Es ist immer noch nicht der letzte Neuralknoten. Mensch, das zieht sich aber. Dieses Biest ist wirklich hartnäckig. So, noch eine Asari. Ein Traum. Wie sehr ich doch darauf stehe. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Die kleine Bitch, die soll ruhig ein bisschen ins Leere schießen. So,
soll es leere schießen, habe ich gesagt. Also, was soll es? So, da haben wir eigentlich bloß noch die Asami, so wie ich das sehe, ne? Einfach mal drauf, bis es nicht mehr geht. Und dann hat es sich auch für die erledigt. Gut. Meine beiden Mädels sehen nicht mehr so gut aus, aber wir sind sowieso gerade am Ziel. So wie ich das sehe. Wir sind auf der richtigen Fährte. Verzeihung, Verzeihung. Und ich glaube, damit haben wir es dann auch. Hier oben dürfte jetzt nichts mehr sein. Oder? So, dann ist das ja wahrscheinlich unser Weg. Oh, wir sind immer noch nicht da. Ernsthaft? Okay, die wollen noch nicht. Die kommen... jetzt gleich, genau, ist klar. Damit wir auch ja von zwei Seiten jetzt in die Gegner haben und nicht zurückweichen können. Das kann ich allein. Gut, kriegen wir aber hin. Vor allen Dingen mit Liara zusammen. Die ja mal alles ein bisschen schweben lässt. So. Und wenn Tali dann aus der Nähe ihre Schrotflinte auspackt, dann haut's die Creeper zu nahe, kommen auch noch um. Und damit haben wir es dann doch schon fast. So. Zur Not müssen wir noch ein bisschen prügeln. Gefällt mir. Oh, hallo. So, noch den einen hier, den können wir vorbeigehen mitnehmen. Und jetzt sollten wir aber endlich auf der obersten Etage sein. Ja. Dort drüben ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Der Torianer ist gleich besiegt. So. Die Asari. Ja, die geht mal auf den Creeper. Ich hole mir die Asari derweil. Oder auch nicht. What? Durch die Wand? Nee, ist klar. Liara hat es mal wieder zerprügelt. Naja, was willst du machen? Wir holen uns erstmal die Asari. So. Und du bleibst schön auf dem Boden. Okay, wir brauchen Liara nicht unbedingt. Tali und ich kriegen das auch zusammen ganz gut hin. So. Noch jemand? Ja, natürlich. Wie sollte es anders sein? Okay. So viele sind es nicht mehr. Jetzt sind wir weiter auf den Knoten und damit ist es geschafft. Nicht in grün. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Ja, das wissen wir doch schon. Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Venesia wollte den Fluss umlenken und wurde fortgespült. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil,
kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. So, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich eh schon kenne, was sie erzählen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Wir halten also fest, dieser Turianer existiert nicht bloß ein paar Jahrtausende, sondern der muss schon mindestens über 50.000 Jahre existieren. Denn seitdem sind die Proteaner ausgestorben. Der existiert also wirklich schon eine halbe Ewigkeit. Wir haben ihn ja jetzt auch nicht getötet, sondern wir haben nur einen so einen Nervenknoten da von ihm kaputt gemacht. Das ist alles. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, wo man sie beobachten kann. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Ja, und damit hat Shepard jetzt quasi das Wissen der Proteaner. Also eigentlich, er weiß so unglaublich viel über die Proteaner jetzt. Er hat das Wissen eines gesamten Volkes in sich. Und eigentlich erfährt man nie so richtig wirklich viel davon. Also das ist... Ich habe das auch ehrlich gesagt nicht mehr so in Erinnerung, dass er so extrem viel über die Proteaner weiß.
Das kommt gar nicht so zum Tragen, muss ich sagen. Ist eigentlich ein bisschen schade. Also er weiß eigentlich noch viel, viel mehr, als er nach außen hin dann letztendlich dann blicken lässt. Aber gut, wollen wir noch ein bisschen uns hier informieren, denn einige Fragen sind ja noch offen. Wissen Sie, was die Röhre ist oder wo sie ist? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass Saren glaubt, die Röhre sei der Schlüssel zur Vernichtung der Proteaner gewesen. Und was immer es ist, wir dürfen nicht zulassen, dass er es bekommt. Sie haben den Dechiffrierer. Bald werden Ihre Visionen klarer werden. Sie werden sie zur Röhre führen. Ich bete nur, dass Sie sie vor Saren finden. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend, fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Ja, was heißt weg? Ist er denn jetzt tot? Kann doch eigentlich nicht sein, oder? Wenn er so weit verteilt ist, kann das doch ihn nicht jetzt getötet haben. Dann muss er ein unglaublich zentralisiertes Nervensystem haben. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Ich möchte mehr über Sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schülerinnen von Matriarchin Benesia. Fast 2 Jahrhunderte folgte ich ihr und lernte von ihr. Als Benesia ihren Plan enthüllte, sich mit Saren zu verbünden, ließ sie ihren Schülerinnen die Wahl. Nur jene, die es wirklich wollten, folgten ihr. Viele hielten allerdings ihren Plan für zu gefährlich. Aber ich habe an sie geglaubt. Ich dachte, sie könnte Saren von seinem Irrsinn abbringen. Stattdessen verfielen wir ihm. Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeny los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Gut, wir haben es also geschafft, alle Kolonisten zu retten, abgesehen von Faidan natürlich, der ließ sich nicht retten. Und ja, wir mussten den Torianer leider offenbar dann doch töten, so wie mir scheint. Tja, dafür haben wir aber einiges an Wissen erhalten und ich glaube, vorbildlicher als wir es jetzt gemacht haben, kann man das hier nicht abschließen auf Ferus. Ich will nochmal kurz schauen. Mein Vorbildlichkeitsbalken ist auch schon ziemlich voll jetzt, also 4 Felder fehlen noch. Na gut, die kriegen wir vielleicht noch zusammen. Oh, schmeicheln, schmeicheln, schmeicheln. Wir haben automatisch eins auf Schmeicheln gekriegt. So, Schmeicheln ist voll. Ein Traum. Ich bin so begeistert. Das finde ich gut, das finde ich äußerst gut. Und so, da gehen wir nicht weiter. Wir gehen mal noch auf die Fitness. Wahnsinn. Wir haben jetzt also doch genug, um das Schmeicheln zu erhöhen. Das ist natürlich schade, dass wir es nicht schon eher zusammen hatten. So konnten wir den einen Typen nicht retten. Stimmt, also haben wir Ferus doch nicht so vorbildlich abgeschlossen, wie es nur geht. Den einen da konnten wir nicht retten. Den hätte man wahrscheinlich sonst davon überzeugen können, es sein zu lassen. Aber gut, was soll's. Ansonsten Ferus ganz gut abgeschlossen. Die Kolonisten, von denen werden wir noch hören, beziehungsweise wir werden Shiala, ich glaube im zweiten Teil ist das, nochmal wiedersehen auf einer Raumstation. Und werden dann erfahren, was aus ihnen geworden ist. Ja, also ich habe sie natürlich verschont, weil wir spielen ja sowieso auf gut. Aber ich sehe auch nicht ein, warum wir sie jetzt hätten töten sollen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn so wirklich. Wir können noch mal kurz mit ihnen reden. Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen.
Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Gut, das haben wir schon alles getestet hier, besprochen hier. Leben Sie wohl, Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Gut. Ich habe dagegen angekämpft. Aber alle eigenen Gedanken waren so schmerzhaft. Sie haben die meisten der Infizierten gerettet. Es wird dauern, bis die physischen Wirkungen weg sind, aber Sie werden es überstehen. Vielen Dank. Es wird nicht leicht, aber dies wird unser neues Zuhause. Ah, danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Aber wahrscheinlich hätten wir ihm auch jetzt noch die Daten geben können, was wir es vorher verpasst haben. Gut, ich will nur noch mal ganz kurz... Wo ist denn eigentlich dieser Salarianer? Der muss doch auch irgendwo sein. Ich weiß es nicht. Irgendwo existiert er sicherlich noch und oxidiert vor sich hin. Ach, da ist er ja. Dass ich jemals so froh sein würde, jemanden vom Militär zu sehen. Bitte verzeihen Sie mein Verhalten. Aber unter dem Einfluss des Turianers hatte ich keine Macht über meine Gedanken. Was werden Sie jetzt nach den Kämpfen machen? Vielleicht bleibe ich und versuche, meine Verluste zu kompensieren. Ich könnte schon in wenigen Wochen neue Waren empfangen. Vielleicht wird diese Kolonie doch überleben. Lassen Sie mich bitte Ihr Angebot sehen. Natürlich. Kehren Sie gerne zurück. Vielleicht kann ich dann mehr anbieten. So, wir schauen nochmal kurz bei ihm rein. Ein paar neue Sachen hatte er, wie es scheint. Die Tornado 8 klingt gut. Wollten nur schauen, ob er nicht vielleicht noch eine Lizenz hat. Hat er aber nicht. Gut, die Terminator 8, die haben wir uns ja schon angeschaut. Ja, das ist jetzt alles gut. Kriegen wir bestimmt auch so nochmal. Ich will aber nochmal hier drinnen nachschauen. Okay, für alles, was Sie getan haben. Denn hier haben wir ja noch die eine, die die ganze Zeit bloß rumgelegen hat. Das war nicht die Hana Murakami, sondern nebenan war das ja gewesen. Danke, Commander. Es tut gut, wieder frei denken zu können. Okay, hier gibt's nur großartige Dankeschöns. Dann schauen wir nochmal kurz hier drüben, denn ich glaube, man kann doch mit denen sprechen. Ne? Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Okay, vielleicht auch nicht. Endlich bin ich frei. Danke, dass Sie meinen Verstand befreit haben. Und Ihren lebt auch noch. Ich bin frei. Endlich bin ich frei. Na Mensch, hier leben ja wirklich alle noch. Was haben wir denn da eigentlich noch für ein Ausrufezeichen auf dem Radar? Das müssen wir jetzt noch ergründen kurz. Und danach verlassen wir dann Ferros. Und dann können wir uns eigentlich Würmeier widmen. Wir haben noch Nebenaufträge, die ebenfalls noch... Achso, das ist bloß für Gavin hier. Na, den haben wir ja schon abgearbeitet. Wir haben noch Nebenaufträge jetzt neue gekriegt, die wir ebenfalls abarbeiten können. Aber ich glaube, ich mache erst nochmal Würmeier. Dann schauen wir noch auf der Citadel vorbei. Und dann werde ich mich den Nebenaufträgen widmen. Vielleicht kommt auf Würmeier noch einer dazu oder zwei. So viel Leid, so viel Tod. Und doch bleiben sie und kämpfen. Ja. Und dann heben wir uns alles, was danach kommt, noch für eine Aufnahmesession auf, in der wir dann wahrscheinlich das Spiel abschließen werden. Danke, dass Sie uns befreit haben. Bitte, bitte, kein Problem. Denn so viel ist es eigentlich gar nicht mehr an Hauptstory jetzt, soweit ich mich erinnern kann. Also wie gesagt, Würmeier, dann werden wir noch einen Planeten bereisen, auf dem wir die Röhre finden müssten. Und dann müsste schon der große Showdown kommen. Wie gesagt, mit Nebenaufträgen und so weiter haben wir natürlich vorher noch ein kleines bisschen was zu tun, aber das ist gar nicht so viel mehr. Von daher, ja, wir steuern schon ziemlich straff aufs Finale zu. Wir sind ja auch schon nicht mehr so schwach, muss man mal sagen, ne? Also so rüstungstechnisch und so. Klar, wir könnten noch ein bisschen besser aufgerüstet sein, aber so schlecht sind wir eigentlich gar nicht mit dabei.